Stefan Waage. Ich bin der Gründer von SkySails. SkySails entwickelt und produziert große Zugdrachen, mit denen wir Frachtschiffe über die Weltmeere ziehen, um jährlich 10-35% Öl zu sparen. Ich segel seit Kindesbeinen und irgendwann war eben die Frage, wie kriegt man diese enorme Energie, die in so einem Drachen steckt, ins Schiff? Wie macht man Schiffen das verfügbar? Wie kann man wieder die kostenlose Windenergie auf den Weltmeeren nutzbar machen? Handelsschiffe sind die Packesel der Weltmeere. 70.000 größere Transportfrachter sind das Kernstück des Import- und Exportgeschäfts und damit der Schwimmflügel der Weltwirtschaft. Aber der Schadstoffausstoß der Handelsflotte ist schwindelerregend. Alleine die jährlichen CO2-Emissionen liegen mit 1 Milliarde Tonnen über dem Ausstoß des Industriegiganten Deutschland. Kein Wunder, dass Waages Hamburger Firma SkySails eine goldene Zukunft vorausgesagt wird. Denn seine Neuauflage der traditionellen Segelschifffahrt wird mit steigendem Ölpreis immer interessanter. Das System besteht aus drei einfachen Komponenten. Wir haben einmal den Zugdrachen als Kernelement, der die Energie produziert, mit seiner Steuereinheit. Unter dem Zugdrachen sitzt so eine Steuergondel, die man sich vorstellen kann wie ein Pilot, der also links und rechts zieht, um den Drachen aktiv zu lenken, dynamisch in Figuren zu fliegen. Das ist so ähnlich wie der Pilot eines Gleitschirms, aber vollautomatisch. Dann gibt es das Zugseil und an Deck die Start- und Landeeinrichtung mit einer Winde und so weiter, sodass man das System sauber und sicher hoch und runter bringen kann. Die Eignung der Routen ist schon recht unterschiedlich. Man kann sagen, Nordatlantik, Nordpazifik, die großen Rennstrecken, die die Weltschifffahrt so macht, die sind sehr, sehr gut geeignet. Ja, das System kann eingesetzt werden zwischen 3 und 8 Beaufort. Das sind so die üblichen Windstärken auf den Weltmeeren. Wir gehen davon aus, dass das System ungefähr 1/3 der Zeit bis 50% der Zeit, die das Schiff auf See ist, eingesetzt werden kann. Je nach Schiffart und Segelfläche soll die Installation von Waages System zwischen 1/4 und 2,5 Millionen Euro kosten. Aber bei Treibstoffkosten von 300 Euro pro Tonne gilt die Installation des Segels langfristig als wirtschaftlich. Die Senkung von CO2-Emissionen ist natürlich ein wesentlicher Effekt unseres Systems. Der Reeder spart nicht nur Kosten, sondern er tut eben auch etwas Gutes für die Umwelt. Der Wind ist kostenlos und wir haben eine große Herausforderung in der Schifffahrt. Die Schifffahrt ist zwar sehr, sehr energieeffizient, wenn man die CO2-Emissionen pro transportierten Tonnenkilometer anschaut. Aber in der Schifffahrt sind noch ungeheure Senkungspotenziale. Und Rückenwind gibt es auch vom Imagegewinn für die Branche. Setzt sich das Comeback der Segelschifffahrt durch, dürfte das den globalen Schadstoffausstoß wesentlich reduzieren und beweisen, dass alte Ideen immer noch für frischen Wind sorgen können.